Bei der Frage, ob Geimpfte ihre Freiheiten, Privilegien, Grundrechte zurückerhalten sollen oder nicht, übersehen wir manchmal, dass es ein Killerargument gibt, nämlich das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist vielleicht ein wenig egoistisch, denn es basiert auf individuellen Grundrechten, die nur eingeschränkt werden dürfen, wenn andere überragende Gründe dies rechtfertigen. Und das ist eben nicht der Fall, wenn jemand, der vollständig geimpft ist, wesentlich weniger Übertragbarkeit und damit Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, in Abwägung zu anderen allgemeinen Lebensgefahren, wenn es zum Beispiel darum geht, dass sich zwei Personen in einem Pflegeheim nicht mehr treffen können, obwohl sie vollständig geimpft sind. Wenn dann die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats sagt, dass die Diskussion zwar nützlich ist, aber die Umsetzung zu früh, weil es zu einer Spaltung der Gesellschaft führen könnte, dann ist das eine ethisch nachvollziehbare Position. Allerdings muss man dazu sagen, juristisch ist sie nicht haltbar. Aus Sicht der Verfassung hätten wir diese Diskussion schon längst führen müssen und die Umsetzung auch schon längst vornehmen müssen. Und da mag ich es gerne, wenn Experten sich entweder auf den Bereich beschränken, zu dem sie etwas sagen können und müssen, oder es zumindest kennzeichnen. Christian Drosten macht das immer wieder, wenn er zu medizinischen Fragen befragt wird, dass er sagt, naja, das verlässt jetzt eigentlich meinen Expertenbereich, da kennen sich andere noch besser aus. Und dann sollte man dazu sagen, dass ethische Fragen und rechtliche Abwägungen vielleicht nicht miteinander Hand in Hand gehen, dass nämlich an dieser Stelle die Verfassung ausdrücklich gebietet, dass man dort Grundrechte zurückgibt, wo eine Einschränkung nicht mehr gerechtfertigt ist.